Und damit herzlich willkommen zurück, meine Freunde, bei einer weiteren Runde Mega Man 1. Wir sind ja hier stehen geblieben und... Oh, wie doof ich bin. Ich habe schon wieder den beschissenen Mirror Beam benutzt. Warum habe ich das gemacht? Ist aber nicht so schlimm. Der ist auch nicht weiter wichtig in diesem... In diesem Level hier. Das könnte übrigens eine recht kurze Folge sein. Weil... Ui. Ach, scheiße. Weil das ist ein... Ganz kurzes Level. Was tue ich hier eigentlich? Muss ich nicht... Moment, es geht noch ein bisschen weiter. Oh. Alles klar. So, das hätten wir. Was war jetzt hier nochmal? Ach, okay. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir müssen jetzt ein bisschen um uns ballern. Und dann kommen wir gleich an so einen ganz eigenartigen Gegner. Mein Gott, nee. Was ist denn hier... Ah, wir kommen nicht zurück. Das ist natürlich doof. Was tue ich da? Ah, jetzt kommen sie nicht mehr. Doch, da kam... Oh, jetzt explodieren sie auch noch. Die hatte ich gar nicht mehr... Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, danke auch. Egal, einfach durch. Wenn wir es einmal geschafft haben zum Zwischenboss oder Endgegner in diesem... In diesem Level sogar. Oh nein, das war's. Das macht aber eigentlich nichts, weil... Jetzt können wir, glaube ich, etwas besser dadurch. Erstmal hier weg. So, jetzt nehmen wir nämlich die Elegman-Waffe. Ich habe die Nase voll. So, einmal hier lang. Ist vielleicht auch gut, wenn wir ein bisschen sterben. Weil... Ach, diese Slowdowns sind auch herrlich. So, den kriegst du noch einen. So. Wow, das war auch ganz schön knapp. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir mal sterben, weil sonst wird es echt ein kurzer Part. Falls wir natürlich den Gegner vernünftig besiegt bekommen. Oh, die kriegen wir gut. Alt. Einmal kurz. Elegman aufladen. Ne, das war gar nicht Elegman, das war unsere Energie, ne? Das war gar nicht so ein Waffencontainer. Wow, oh, die sind ätzend. Ja, ja gut, macht ja nichts. Wenn wir die Energie wieder bekommen. Vielleicht kann man auch einfach so gegen die... Ja, das ist ja viel einfacher. Warum denn nicht gleich so? Uah! So, da sind wir schon beim Gegner. Keine Ahnung, was das für ein Gegner ist. Das ist irgend so eine komische... So eine komische Blase. Oh, wir können durch den Stein durchschießen. Das wusste ich nicht. So. Die wird übrigens immer schneller und immer aggressiver. Und immer ekelhafter zu treffen. So, jetzt wechseln wir mal kurz auf die Gutsman-Waffe. Na, ist er sauber. Und erledigt. Das war's dann auch schon. Ja, ihr habt's ja gesehen, das ist jetzt nicht der allerschwerste Gegner gewesen. Man muss halt ein bisschen mit der Gutsman-Waffe aufpassen. Am Anfang mit dem Blaster ran. Dann mit der Gutsman-Waffe ran. Und dann ist das auch kein Problem. Und jetzt sind wir, glaube ich, im letzten Abschnitt. Oh, einen Moment. Ja, die kommen, glaube ich, immer wieder, die scheiß Mistviecher, oder? Ne, die kommen nicht immer wieder. Das, wie gesagt, das ist der letzte Abschnitt. Dr. Wilys vierte Stage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hier werden wir noch einige Bossgegner wieder treffen. Und Dr. Wily selbst, das sehen wir dann im nächsten Part, den wir hoffentlich erfolgreich bestreiten können. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.